Sag mal, warum stehst du da so komisch? Hast du mir gerade Rückendeckung gegeben oder was? Mal doch wieder mit Katana. Komm ich besser mit klar. Ja, ja, ich komme gleich. Musst du gerade das meiste erledigen. Tja, man sollte dann doch lieber das Geld nehmen, wenn ich schon freiwillig gebe, als es hinauszögern. Weise eine Granate einem Kampf-Gadget Quickslot in dein Inventar zu, damit du sie während des Kampfes leicht einsetzen kannst. Okay. Frage wie? Achso, das ist hier schon der Schnellzugriff. Jetzt sofort 15. Mit der Granate habe ich doch schon. Die Info kommt richtig spät. Daher, man sollte das Angebot von Dante immer annehmen. Oh, das wäre Multiplayer genial, Schatz. Ja, wir beide. Oh, dann bleibt definitiv nichts mehr da, wo es hingehört. Hey, Jake, wo bist du denn? Also, du bist schon hochgeklettert. Komme ich hier nicht weiter? Also. Na, gehst du wohl da weg? Oh, da ruft jemand meinen Namen. Ist das eine Spinne da hinten an der Wand? Ach Mist. Er hat doch reingesehen. Ja, sind sie definitiv. Ich kann hier keine Deckung geben. Ich töte gerade selber. Ich habe ihn auf den Rücken geschlagen. Da geht der Kopf flöten. Puh. Oh ja, lauf mir davor. Guck mal, wie sie überhitzt sich. Der hat schon wieder seinen Kopf verloren. So, nimm das nochmal auf. Und zack. Nochmal nachträglich zugeschlagen, damit der Kopf auch ab ist. Finde ich gut. Zack. Oh, der Kopflose hat da auch noch was verloren.
Kann ich Camps eigentlich auch kaputt schießen? Oh. Ja. Gut zu wissen. Ich muss mir meine, also die Waffe, die ich ja jetzt hier habe, noch. Das Sturmgewehr. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Immer wieder das. Nicht besser. Ja, sollen sie doch. Ich habe das Gefühl, man wird irgendwie die ganze Zeit dabei gehackt oder so. Schon wieder in Flammen, ey. Oh, und da kommst du auch nicht an allen Sachen durch. So sind jetzt die Waffen auch nicht. Sag mal, könntest du denn nicht mal umfallen? Du solltest dir meine Firewall einbauen. Ja, definitiv. Meinst du nicht, dass ich dich habe? Nicht treffen. Was? Das finde ich auch schon krass. Jackie wird auch gesucht. Darf ich ihn jetzt töten? Schon nicht. Du bist hier. Ich weiß es. Jetzt schon. Ja, dich lassen wir mal leben. Ich höre dich. Schon die ganze Zeit. Irgendeiner muss ja berichten, dass ich es war. Alter Falter. Gesundheit, mein Schatz. Bin überladen. Ich loote eindeutig zu viel. Hallo? Ich hab F gedrückt. Mann. Oh, Muni leer. J.
Stechi, könntest du vielleicht auch mal was machen? So ein Sack, ey. Was bist du denn für Schickes? Power-Maschinengewehr. Nehmen wir natürlich mit. Freiheit! Ja, ganz lieb, ich habe keine Blutspritzer an mir. Die gerade ein Auto platt gemacht? Mich hast du hier nicht erwartet. Weißt du, mir gefällt, wie du arbeitest. Das sollten wir wiederholen. Mega Brock! Wenn ich was sage, dann tue ich es. Ich halte mein Wort. Ich auch. Hab gehört, einer der Flachköpfe fehlt. Muss wohl unterwegs vom Laster gefallen sein. Militech wird ihn nie finden. Angenehme Zusammenarbeit. Oh, ich habe über dein Angebot nachgedacht. Über die Sicherheit meiner Konvois. Ups. Wir sind nicht interessiert. Ich war das wirklich nicht. Sicher das Areal. Zeit, dass wir abhauen, Mamita. Hier kann ich nicht mit dir sprechen, Jenny. Oh, Mami. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Wir brauchen eine extra Lehrstunde. In einpacken, ja, definitiv. Danke, Jack. Verlässlich wie immer. Dito, wie? Aber was ist los mit dir? Alles okay? Ja, will nur klarstellen, du weißt schon. Wir sind ein gutes Team. Mir gefällt, wie wir arbeiten. Mir auch, wie. Mir auch. Hey, sag Dex, dass wir sein Spielzeug geholt haben. Dann lass uns ins Afterlife. Paar Shots trinken. Hey, Luego, wie? Wenigstens war ich das diesmal nicht. Darf ich dein Motorrad fahren? Wie sieht's aus, Miss V? Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's. Oh Mann, du kannst damit ja noch nicht mehr umgehen. Egal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Lian, sie an. Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Also hast du den Flathead mit Konzerngeld bezahlt? Nein. Dachte mir, dass ich die Eddies selbst gebrauchen kann. Hab mir nur den Bot geschnappt. Einfach so? Nicht einfach so. Mit bisschen Gewalt. Du hast was drauf, Miss V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Miss V. Anscheinend haben wir es ja richtig gemacht. Mann, bin ich mal froh, dass ich nicht dran schuld bin, dass ein Auto in die Luft gegangen ist. Alter, dieses Ding, ey. Hat Scheißbremsen. Kann man irgendwie das Auto tunen? Ich brauch bessere Bremsen. Wieso Haftbefehl erlassen? Ich bin doch ganz nett. Hab doch gar nichts gemacht. Ich habe noch nicht mal einen Zivilisten umgebracht. Doch, vielleicht eben gerade dabei. Würde gut sein. Sieh. Ziemlich breit das Ding. Hätte es genauso gemacht. Zum Glück fährst du in RL 1000 Mal besser.
Tausendmal besser. Das ist besser als gar nichts. Das war richtig gut um die Kurve gefahren von mir. Ich finde es schade, das ist wieder so ein Spiel, wo man nicht hupen kann. Anscheinend braucht der Wagen dezenten Gasfuß. Ja, definitiv. Oder einfach nur vernünftige Bremsen. Jana, sag mal Sid Bescheid. Noch bessere Bremsen. Aber das finde ich cool, dass sie das gleich oben übersetzen. Was gibt's Neues bei Senora Wells? Weißt schon, macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte, wie die anderen Wells-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen. Hey, saufen! Das Afterlife. Den Namen kennt man überall. Ehrlich? Nomadenclans sind hier an ein paar ihrer größten Jobs gekommen. Wundert mich nicht. Man kommt nirgendwo in Night City besser. Vielleicht können sie ja meinen Wagen so reinschieben. So. Für dein erstes Mal? So nebenbei machen. Ja, guck mal. Ich habe den Regal ja bis jetzt nur einmal leicht beschädigt. Ansonsten habe ich immer aufgepasst. Weil die Reparatur so scheiße teuer ist. Ja, oder? Ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben wurden. Und wer seid ihr, Clowns? Wir sind Freunde von Dexter DeShawn. Er erwartet uns. Yo, Dex. Hier sind zwei, die meinen, du willst mit ihm reden. Ja. Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Okay. Schon dabei, Miro. Das ist es. Ernsthaft? Ist ja krass. Ist ja krass, Fiala. Sind wir hier. Mal gucken, ob ich die Mission auch noch kriege. Hey, siehst du die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschickt. Mit Controller finde ich es ein bisschen leichter. Kannst besser die Kurven halten oder Gas geben, je nachdem, wie es gesteuert ist.